Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge und ich bin überhaupt nicht vorbereitet, denn ich habe gar keine Musik im Hintergrund laufen, wie es nun mal so ist. Ich bin nicht wieder typisch, sehr schön, super, mega vorbereitet. Space war das gewesen. Klicken wir doch mal auf Space und klicken mal Play. So. Gut. Damit, wie gesagt, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir befinden uns an der Normandie. An der Normandie. So. Und, huch. Und, ja. Unsere neue Heimatbasis, wo wir auch endlich wieder schlafen können. Ein Traum, das mache ich doch direkt mal in dieser Folge. Was? Bett benötigt. Ich habe gar kein Bett. Das ist natürlich kacke. Hä, da liegt doch ein Bett. Wieso? Ja, dann. Ah, wir haben wieder einen Container. Einen. Das ist ganz toll. Ist das auch ein Koffer? Nein. Aber wir haben quasi hier Rezepte ändern, tralala. Wir haben ganz viele tolle Sachen und wir müssen die in Normandie reparieren. Wo ich noch nicht so ganz weiß, tatsächlich. Wo ich tatsächlich noch nicht so ganz weiß, wie wir das machen. Beziehungsweise, wir haben das rausgefunden beim letzten Mal, wenn ich das richtig... wie gesagt, ist ein bisschen länger her jetzt die Aufnahme. Erstmal, vielen, vielen Dank für die ganzen Resonanzen unter den Videos, die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Manövriermotor, genau, den müssen wir bauen. Vielen, vielen Dank für die Resonanzen. Vielen, vielen Dank. Ja, ich weiß, ich habe eine Leseschwäche. Das hat sich schon einigermaßen verbessert, wenn ich überlege, die ganzen alten Let's Plays, wie furchtbar die einfach waren. Oh Gott. Und ich lese teilweise auch sehr schnell. Ja, ich weiß, das auch. Und ja, ich muss mal gucken. Ich werde mal versuchen, mich darauf so ein bisschen besser zu konzentrieren. Aber danke für die ganzen Tipps und so. Das freut mich doch sehr. Und natürlich zu lesen, wenn es euch gefällt. Das ist doch die Hauptsache. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, noch ein paar Folgen mehr aufzunehmen. Das heißt, jetzt werde ich ein bisschen mehr raus sein dann demnächst, weil ich nehme jetzt früh morgens auf und habe heute meinen freien Tag. Und ja. Das heißt, ich werde heute wahrscheinlich ein paar Völkchen aufnehmen, auch Tschernobyl etc. pp. Und ja, so, ich gucke gerade, ob ich irgendwie was noch entdecken könnte, was ich vielleicht beim letzten Mal übersehen habe. Da könnte vielleicht noch was sein. Fliegen wir gleich mal hin. Ich tanke nochmal eben Sauerstoff auf. Ich würde jetzt ungern mein Moped dafür benutzen, obwohl können wir eigentlich machen, ne? Weil wenn wir schon dabei sind, so, dann trinke ich nochmal heimlich einen Schluck Kaffee. Ah, so. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns auf das Möppchen und düsen mal los. Ach so, und ja, danke für, weil ich gerade das Auto sehe. Man kann tatsächlich in diesem Fahrzeugmodul, oder ich glaube Fahrzeugmodul heißt es, tatsächlich Fahrzeuge parken. Hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank für den Tipp und die Info. Oh. Untersuchen. Alter Schwede, die Überreste eines der teuersten kosmischen Gewehre mit negativen Effizienz. Es wird nicht zum Einsatz kommen, selbst wenn es neu und funktionsfähig wäre. Aber warum nicht mitnehmen, wo es doch unbeaufsichtigt ist? Oha. Naja. So, da mussten wir auch was reparieren und rechts auch. So, jetzt habe ich einen Kloß im Hals. Müssen wir gleich nochmal gucken. Also auf jeden Fall erstmal diese... By the traces of the struggle, she was a real warrior and a professional. One of the strongest in the team of Normandy. A real hero. It's unbelievable that in our time of gender inequality, a woman can single-handedly... No, I was wrong. It's just a long-haired man who stupidly died in a simple brawl. Schön. Boah, das geht da hinten bestimmt noch weiter. Da würde ich für wetten. Ja, was wollte ich gesagt haben? Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal hier oben, was wir hier nochmal brauchten. Ah, die Musik. Geil. Schauen wir mal. Was brauchen wir hier denn? Reparaturwerkzeug. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Reparaturwerkzeug und einen Manövriermotor. Wir müssen sowieso erstmal zurück, weil wir unsere Ressourcen in einer anderen Base haben. Das heißt, ich tanke mal eben schnell...
Weil jetzt wieder umziehen. Eben Sauerstoff auf, weil jetzt schon wieder umziehen wäre ein bisschen blöd, würde ich sagen. Okay. Ah! Ah, geil! Ah! Ich musste mal. Entschuldigung, das war nötig. So. Okay. Ich würde sagen, wir schwingen uns auf unser Moped und düsen mal zurück. Ich würde vielleicht noch mal ein bisschen, warte mal, komm, wenn wir schon einmal hier sind. Komm, Metall ist immer so eine Grundressource, die wir vielleicht einfach mal mitnehmen. Weil hier so viel davon rumschwirrt. Können wir das auch einfach mal machen. Weil die werden wir bestimmt nochmal brauchen. Vielleicht für so veredeltes Metall oder so ein Kram. So, da ist auch nochmal Metall. Oh, hier ist so viel Metall. Diese Metallgeilheit hier. Ist ja unglaublich. Da ist auch nochmal überall Metall. Wo ist unser Moped? Ich hab's aus den Augen verloren. Ich fliege erstmal dahin. Wir tanken nochmal gleich Sauerstoff. Ist jetzt gerade nicht so spannend. Ich weiß, wieder Ressourcen sammeln. Aber das gehört nochmal dazu. Ich kann es nicht ändern. Ihr wisst ja, ohne Ressourcen geht hier gar nichts in diesem Let's Play. Ohne Ressourcen funktioniert hier überhaupt nichts. So, warte mal. Jetzt wollte ich mich hier draufsetzen. Das hätte, glaube ich, wehgetan. Oh, da. Ohne Ressourcen funktioniert natürlich nichts, weil wir brauchen ja die Ressourcen, um voranzukommen. So wie jedes gute Let's Play. Ah, ich freue mich schon tatsächlich auf Vulkanoids. Ich kann es kaum abwarten, ehrlich. Jetzt habe ich erstmal heute, vor der Aufnahme tatsächlich, erstmal so ein bisschen meine Festplatte aufgeräumt. Denn mir ist aufgefallen, die ist schon fast voll gewesen. Und jetzt habe ich noch die zweite angeschlossen, die ich noch habe, wo schon Let's Plays und Streams so drauf sind, wo ich die, ich speichere die ja immer. Und, ja, die ist auch schon fast voll. Ja, das, ich glaube, es wird Zeit demnächst für eine neue Festplatte. Oder ich muss mal gucken, wie ich das Ganze handhabe. Wie ich das mache. Obwohl, Festplatte ist mittlerweile, glaube ich, auch out, oder? Oder ist Festplatte noch in? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich würde ja schon gerne die Sachen speichern, dass man vielleicht irgendwann nochmal da drüber schauen kann. Oder vielleicht irgendwie so einen eigenen... So einen eigenen Cloud-Server oder so, aber ich weiß nicht, wie teuer das kommt. Wo man das alles hochladen kann. Aber, boah, das wird, glaube ich, ewig dauern. Ah, Metall! Ich komme! Ja, und dann habe ich dann erstmal ein paar Folgen rübergezogen auf die alte Festplatte, wo noch ein bisschen Platz war, damit ich überhaupt hier überhaupt aufnehmen kann. Weil, wenn ich aufnehme und die Platte voll ist, ist natürlich nicht so gut. Aufnahmemöglichkeit 2 Stunden steht da jetzt noch. Das heißt, ich muss definitiv nachher nochmal eine Runde kopieren. Weil mehr geht hier, glaube ich, nicht drauf gerade. Das ist natürlich sehr schlecht. So. Gut, ich würde sagen, ich tanke nochmal eben Sauerstoff auf. Und dann düsen wir los. So. Da sehe ich noch Metall. Das nehme ich noch mit. Ich denke, hier liegt so viel Metall rum, weil wir es wahrscheinlich brauchen oder so. So. Nehmen wir mit. Hallo? Nehmen wir mit. Und nehmen wir auch mit. Gut. Ab Sauerstoff tanken. So. Ja, da muss ich natürlich gucken, weil das ist nicht gut. Weil wenn ich ein bisschen was im Voraus aufnehmen möchte, ist natürlich kacke, wenn ich nur 2 Stunden aufnehmen kann. Da muss ich mal gucken, ob ich dann die anderen Let's Plays vielleicht auch rüberziehe, die ich schon aufgenommen habe. Und dann so Stück für Stück nur noch die drauf lasse, die aktuell sind. Muss ich mal schauen. Jetzt habe ich nicht ganz aufgetankt, mein Sauerstoff, ne? Ich bin so schlau. Naja, okay, dann düsen wir erstmal zurück. Metall. Metall. Komm, ich nehme die kleinen Stücke wenigstens mit. Hallo? Hier können wir ja unterwegs einfach so angrabbeln. So. Das heißt, wir brauchen einen Manövriermotor und ein Reparaturwerkzeug.
ja, Metall. Ich weiß aber noch mehr, aber wir müssen ja ein bisschen aufpassen. Was ist denn da oben? Was flunkert denn da? Okay, so, wo ist die nächste Sauerstoffstation? Da, glaube ich, müssen wir als nächstes hin, ne? Okay. Ich bin echt gespannt, wie weit das noch geht. Also, was man alles noch mal so machen kann und alles. Weil wir sind ja jetzt, glaube ich, schon über Folge 40 mittlerweile angekommen. Also doch schon einiges jetzt erlebt. Krass, hätte ich also beim besten Willen hätte ich gedacht, dass wir... Ich meine, gut, klar, ist ein Survival-Game, das ist nicht von jetzt auf gleich. Und, ja, das entfaltet natürlich auch so seine spielerischen Sachen natürlich erst nach einer gewissen Zeit. Aber was wollte ich gesagt haben? Genau, ich freue mich schon unheimlich auf Vulcanoids, was ja nach Brief Edge startet. Wenn wir mit Brief Edge so weit sind, wo ich dann sage, okay, jetzt ist es an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir quasi, ja, so langsam zum Ende kommen. Und dann fangen wir ein neues, in Anführungsstrichen, Survival-Spiel. Au, au, oh, oh. Aua! 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 Ein neues Survival-Game an. Aber das wird ja, glaube ich, noch in weiter Ferne sein. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man da, naja, kaputt geht. Wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Da muss ich hin. Sauerstoff. Ich meine, wir haben noch eine Sauerstoffkerze mit. Das ist nicht so schlimm. So. Haltbarkeit 48 und Treibstoff 43. Wir müssten mal so langsam auch mal tanken, ne? Wir müssen noch mal irgendwo Harz herbekommen. Harz aber herzlich. Dass wir dann auftanken können. So, Sauerstoff. Der liegt auch noch hier rum. Ja. Ach ja. Chuck Norris ist mit uns. Chuck Norris zeigt seinen Finger auf den Schaber. Auf den ultimativen Schaber. So. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Harz haben. Zum Tanken. Ansonsten müssen wir mal so eine Harzreise machen. Waren wir eigentlich schon gewesen? Ich glaube, ja, oder? Ja, doch. Das hatten wir uns, glaube ich, schon mal angeguckt gehabt. Ja, doch. Kann man eigentlich durchfliegen? Glaub nicht, ne, oder? Ich teste es mal, aber erstmal ohne. Nein, es ist nicht so wie die Mayo. Ich dachte, es ist so wie die Mayo, wo man durch die Mayo fliegen kann. Naja. Gut, dann heißt es für uns jetzt erstmal Richtung Heimatbasis. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir, wenn wir die Normandie fertig haben, dass wir wegreisen, dass wir unsere Ressourcen hier lassen müssen. Hm. Das wäre natürlich blöd, ne? Aber naja. Ich guck mal so, dass ich tatsächlich vielleicht versuche, mal so die Folgen so ungefähr auf 20 Minuten zu donnern. Was wahrscheinlich nicht klappen wird, weil ich mich genau kenne. Weil ich ja auch nicht unbedingt im Weltraum aufhören möchte. So. Und privat will ich es ja auch nicht spielen. Ich will euch ja nichts vorwegnehmen. Ich möchte euch ja komplett mitnehmen bei dieser Reise. Und ja. So. Gut. Dann düsen wir mal. Oh, warte mal. Ich habe jetzt aus Versehen so. Essen und Trinken können wir auch gleich mal eben. Gut. Würde ich sagen, stellen wir mal... Ach, mit dem Reparaturwerkzeug können wir ja, glaube ich, auch unser Fahrzeug, glaube ich, reparieren, ne? War das nicht so? Ich meine, ja. So. Moin, bin wieder da. Huch, ah ja, ich bin ja alleine. Hier ist ja niemand. Haben wir Harz irgendwo? Das sieht nicht nach Harz aus, aber hier können wir Kabel reindonnern. Wir haben so viel Metall jetzt, ne? Da ist Harz. Nehmen wir mal viermal mit. Da können wir auch Metall ein bisschen reinballern. So, den Rest würde ich jetzt vielleicht theoretischerweise hier vorne. Hier war noch Platz.
Wir brauchen ja sowieso Metall, schätze ich mal, für gleich für das Reparaturwerkzeug. Also, ich würde jetzt tatsächlich erstmal das Reparaturwerkzeug bauen. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen dickes Isolierband. Ah, guck mal. Zweimal veredeltes Metall. Habe ich es nicht gesagt, aber das müssen wir, glaube ich, sogar haben. Ich meine, ich sollte jetzt erstmal was essen, ne? Wo ist jetzt... Wo sind die Schnitzel? Da ist auch mal Harz drin. Okay. So, lass mal gucken. Hier ist Blei und Farbe. Hier sind die Schnitzel. Hier ist Wasser. Gönne ich mir mal. Und ich hau mir mal einen Schnitzel zwischen die Kiemen. So. Veredeltes Metall. Nein. Dickes Isolierband brauchen wir, glaube ich, auch, ne? Zweimal. Nehme ich schon mal mit. Ah, die Musik. Weißt du noch, als wir ein Kind waren, wie schön das einfach war. Wie schön das einfach war, gemeinsam durch den Weltraum zu fliegen. Ha, Opa. Opa hatte immer diese verrückte Idee. Wir zwirbelten so an unseren Haaren herum und dachten immer, ach ja, es könnte nicht schöner sein. So. Oder wie die Werbung von Werthers Echter. Weißt du noch früher? Werthers Echte. Ach, die Bonbons mit der leckeren Füllung. Ja, ja, mein Junge. Ich war mal so alt wie du. Das waren noch Zeiten, wo Oma mit uns noch shoppen gegangen sind. So. Ich stelle direkt zweimal her. Jetzt kommt wieder die spannende Musik. So. Irgendwo war nochmal Harz, ne? Ja, hier. So langsam wird es ein bisschen durcheinander. Okay, wir brauchen nur einmal Isolierband. Das ist natürlich praktisch. Kann nochmal Harz reinpacken. Wo war das Isolierband denn? War das hier? Hier. So, ich fülle mal eben unseren Tank auf. Und repariere direkt mal unser Gefährt mit der 4. Attacke, reparieren! Düdüm, 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 düdüm. So, 17 Haltbarkeit. Ich hoffe, das reicht für... Huch, ich hoffe, das reicht für die Normandie. Und voll sind wir auch. 99 von 100 und 100 von 100 Haltbarkeit. Nice, sehr schön. So. Tadam! Bisschen Party hier! Woo. So, jetzt gucken wir mal, was wir brauchen für den Manövriermotor. Der müsste bei Gegenstände. Ja. Generator. Haben wir Generator? Haben wir den vielleicht zufällig irgendwo rumfliegen? Ich gucke für einen Freund. Nein. 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 Tut mir leid, dass ich durch jede Kiste gucken muss. Es tut mir leid. Ein Induktor, aber wir haben keinen Generator. Das heißt, wir müssen erstmal einen Generator bauen. So langsam komme ich rein. So. Alkali-Elektronik-Kabel. Alkali-Elektronik und Kabel. Alkali. Wir müssen Alkali übrigens wieder sammeln, ne? Wir haben nur noch zweimal Alkali. So, Generator haben wir. Was brauchen wir noch? Zweimal Plastik, Kompensator. Den hatten wir doch, glaube ich, ne? Nee, verdammt. Ah, Mist. Verdammt, das ist natürlich Kacke. Kompensator, zusammengesetzt. Ah, Alkali. Veredeltes Metall zweimal. Jetzt müssen wir mal selber gucken. Alkali. Veredeltes Metall. Wo hatten wir das? Wir hatten noch irgendwo was. Diese coole Musik. Dum, 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 dum. Da. Und was war das noch? Jetzt habe ich die Hälfte schon wieder vergessen.
Zweimal veredeltes Metall. Und Titan. Zweimal veredeltes Metall und Titan. Titan war hier. So. Gut, dann haben wir die Ressourcen schon mal. Das heißt, wir können jetzt quasi nur noch die restlichen. Genau, Titan einmal und zweimal Plastik. Und zweimal Plastik. Das haben wir hier vorne, das weiß ich. Eins, zwei. So. Gut, das heißt, wir können den... Ausrüstung und Gegenstände. So, Manövriermotor. Haben wir. Nice. Sehr schön. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Und ich würde sagen, das passt ja eigentlich sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt 20 Minuten. Halte ich mich mal dran, wa? Ja, weil jetzt dahin reisen wäre blöd. Ich kann noch mal eben gucken. Warte mal, was haben wir denn hier eigentlich noch? Das Auto wäre ein Traum, ne? Alter, zweimal Kompensator. Zweimal Lykoplasma hätten wir. Generator zweimal ist jetzt vielleicht nicht so schwer zu bauen, die Sachen. Müssen wir ein bisschen Alkali sammeln gehen. Die Frage ist halt, Alkali finden, das ist immer so schwierig. Da müssen wir suchen. Und Brief Edge Energiekern haben wir noch nicht. Da weiß ich noch nicht, wie wir den kriegen und wo wir den herbekommen. Weil das Auto hätte ich schon gerne. Muss ich tatsächlich sagen. Also das Fahrzeug wäre schon ein Traum. Dazu müssen wir dann halt mit dem Greifer... Wir haben sogar zweimal... Hä? Wieso habe ich zweimal Reparaturwerkzeug? Egal. Greifer hätten wir. Wir müssen nur gucken, wo wir Alkali herbekommen. Komm, wir gucken nochmal, ob wir irgendwo Alkali herbekommen. So, lass mal schauen. Alkali ist ja meistens hier, sowas hier. Aber dann grün und rot auf so einem Asteroiden. Ob es irgendwo eine Ressource oder beziehungsweise einen Ort gibt, wo wirklich viel Alkali zu finden ist? Oh yeah, ich auf mein Hip-Hop, ich auf mein Bike, ha, ja, yeah. Ich auf mein Bike hier im Weltall, oh ja, das mag ich gern, ich kann nicht rappen, ha, da geh ich doch gleich mal die Treppen, oh, ich bin auf mein Bike unterwegs. Yeah. Und kläre hier die Chicks ab, die es im Weltraum gar nicht gibt, denn ich bin so allein. Ja, so muss das sein, denn tralala, mein Bein tut immer so weh. Oh je, mene, ich bin so allein. Ja, das kann doch nicht sein. Oha, oha, jetzt reimt sich das doch. Oh Mann, das ist ja ganz toll. Och, och. Entschuldigung, so. Tja, Alkali. Alkali, wo bist du? Hier ist so ein Asteroid, wo was sein könnte. Da ist doch was drauf. Was ist denn das? Das ist bestimmt kein Alkali, ne? Ist das Aluminium? Ich meine, Aluminium könnten wir auch mal mitnehmen. Ja, komm. Wenn wir schon dabei sind. Wo ist es hin? Ach, da. Oh, yeah. Ah, mhm. Aha. Aha. Kann ich gar nicht. Aha. Ich wollte gerade sagen. Hä? Ich find's gut, dass es nicht richtig funktioniert. So. Hier war irgendwo noch was anderes, ne? Noch eine andere Ressource, oder? Irgendwo habe ich hier gerade was gesehen. Meine Füße. Ja. Oh, hier zieht's. Ich muss, glaube ich, gleich mal ihr Fenster zumachen. So, ja. Ich bräuchte Alkali. Hatten wir nicht in irgendeiner Folge Alkali irgendwo gefunden gehabt? Wo wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt nochmal hin. Also Alkali ist, finde ich, sehr schwer zu finden. Weißt du, ob man später selber Alkali bauen kann? Nun gut. Vielleicht ist hier noch irgendwo was.
Aber hier sehe ich jetzt auch nicht irgendwie irgendwas rot-blaues Leuchten. Ich meine, so rot-bläulich war das, glaube ich. Da ist sogar Elektronik drauf. Und nochmal Aluminium. Ich werde bekloppt. Das nehmen wir alles mit. Was wir haben, haben wir. So, und hier war irgendwo... Da, Elektronik. Elektronik kann man auch immer gut gebrauchen, weil wir ja diese Generatoren und so bauen müssen. Kriegt man ein Elektrönchen dadurch. Da drüben ist auch noch mal ein bisschen... Glaube ich, ist das... Alkali! Ich werde bekloppt. Nur rot, nicht blau. Ich weiß meine... Greifer. Warte mal, ich muss den Greifer ausrüsten. Aber hier kriegt man wenigstens viel durch die Dinger. Ja. So. Das heißt, wir können hier schon mal ein bisschen gucken. Da ist nochmal Aluminium. Wenn wir schon dabei sind. Hallo, ich komme. Aluminium. Bin da. Nein, jetzt geht der Bohrer noch kaputt. Ich kotz doch in die Coca-Cola-Dose. Das ist doch unglaublich. Naja, egal. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Alkali jetzt auf dem Weg drumrum. Schauen wir mal. Hallo? Hier ist eine Höhle. Wo geht's denn hier hin? Achso, hier fliegen wir einfach nur durch. Das ist ja ganz toll. Ich habe wunders gedacht, was wir jetzt gefunden haben. Ich frage mich, ob es in der Höhle hier irgendwie vielleicht Alkali zu finden gibt. Okay, pass auf. Ich düse zurück. Ja, mir wird das gerade echt so ein bisschen kalt hier mit dem Durchzug. Das ist nicht gut. So. Und wir sind wieder at home. Und ich räume einfach mal so ein bisschen das Inventar, aber glaube ich erst... Obwohl, das können wir jetzt doch eben machen, oder? Ja, komm. Aluminium hatten wir... Hier, ne? Ist auch nicht mehr viel Platz. Mist. Packe ich hier noch ein bisschen was bei. So, dann hier... Hierhin. Das Alkali hatten wir bei den... War das beim Gummi? Genau, hier war das. Haben wir ja wieder ein bisschen was im Vorrat. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich jetzt den Harz und den ganzen Krempel hinpacke. Komm hier. Dann packe ich den bei dem einen raus hier. Weil hier soll ja eigentlich im Prinzip nur die Nahrung rein. So, die Nahrungssachen. Ja, ich brauche ein vernünftiges Lager. Ich frage mich, ob es später noch ein einigermaßen vernünftiges Lager gibt. So, gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal reisen wir wieder zur Normandie. Und dort werden wir dann die Normandie reparieren und das Manövrier. Oder den Manövriermotor einbauen. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also, macht's gut. Tschüss.